Hallöchen, meine Freunde, herzlich willkommen zurück bei Mac Rockatansky Rock the House. Wir müssen zurück zu der Hütte. Wir könnten jetzt rein theoretisch, können das ja mal testen, die Schnellreisefunktion ausprobieren. Gucken wir mal. Schnellreisen. Möchten Sie wirklich schnell reisen? Bei Schnellreise an einen folgenden Ort, kostet das irgendwas? Nee. Gut. Ja, super. Dann ist das doch auch schon mal geklärt. Mad Max. Baue Erzengel, um schnell ein Fahrzeug zu finden. Okay. So, dann reden wir mal mit Kumpelblase. Here it is, Saint. My plans for the Jack. She'll be perfect. Speed, power, tenacious durability. Take a look, see. Erzengel wie der Jack sind spezielle Konfigurationen des Magnum Opus, die von Chum verehrt werden. Um damit zu beginnen, solltest du das Untermenü Erzengel. Wähle Erzengel. Where is Erzengel? Hä? Ach, X. X. Wenn du einen Erzengel auswählst, werden dir die notwendigen Verbesserungen angezeigt. Grüne Farbe zeigt die Verbesserungen, die du bereits besitzt. Und rote Farbe die du noch benötigst. Wähle den Jack, um die vorausgesetzten Teile anzuzeigen. Ja, Jack. Hauptmission, Klassiker des Ödlands. Motor, Bantam V6. Erhöht die Beschleunigung des Standard V6. Das kostet 100. Wie viel, wo haben wir unsere Kohle? Das können wir nicht. Das haben wir schon. Erhöht die allgemeine Reifenhaftung um 5%. Und die Beschleunigung des Motors. Okay. Drei Teile zu wenig. Wofür? Das können wir doch machen, oder? Machen wir einfach mal. Bantam V6. Ich dachte, wir kriegen bald einen V8, aber na, okay. Das kostet 300. Verringere die Bedrohung auf Stufe 4 im Hoheitsgebiet von Jeet, um diese Verbesserung freizuschalten. Ja, da müssen wir die Hauptmission machen. Okay. I know. Ich komme, mein Kumpel. I wish I had no use for the likes of you, but as you can see, we are fading quick here. What are you getting at? Help us establish some necessities. And you'll benefit greatly. I'll see to it personally. I'll take a look. The night promises. Okay. Fine, driver. Look around. The essential utilities we are lacking are plain to see. Aha. Bauprojekte. Soll ich jetzt hier Baumeister machen? Chum Bocket hat eine neue Ödland-Mission für dich. Leave now. You see the eyes? You recall our companion, Saint? The Dinky D? Do you think he made it out of the inferno that was once my tabernacle? Nah. Burnt too crisp. Or food for somebody. No, no. I think he made it out, yeah? He's got a survival instinct, that little one, huh? Ach, der Hund. I think he would have sought shelter inside my old buggy. The buggy and the dog would have their uses. Okay, kehre zu den Trümmern von Chums Versteck zurück und bringe den Hund und den Buggy zu Jeets. Chums Buggy und der Hund werden der Fahrzeugsammlung hinzugefügt. Okay. Na, dann geht's auf.
Ödland-Missionen sind optionale Geschichten, die in beliebiger Reihenfolge abgeschlossen werden können. Okay. Das machen wir doch mal. Ausgucke haben wir schon. Bedrohung. Skrotos hat diesen Teil des Ödlands unter Kontrolle. Damit Max und Chum es schaffen können, den Magnus Opus zu bauen, muss erst die Bedrohung verringert werden. Senke die Bedrohung in der Region, indem du Bedrohungsaktivitäten abschließt. Vogelscheuchen, Kolonnen, Sniper, Minenfelder. Die Bedrohung der Hoheitsgebiete reicht von Stufe 5 bis Stufe 0. 5 ist die höchste und 0 ist die niedrigste. Wenn du die Bedrohung senkst, schaltest du in der Werkstatt neue Verbesserungen frei. Oh, Lager. Der einfachste Weg, die Bedrohung zu mindern, ist es, die verschiedenen Lager von Skrotos im Ödland. Skrotos, das ist immer wie Skrotum. Im Ödland zu vernichten. Öllampen, Ölpumpenlager, Öltransportlager, Stankgump-Lager, besiege Stankgumps-Legion und Topdog-Lager. If we're gonna build this, Jack, we'll need to lower the threat. Stock up on scrap. Good plan. We should venture to the south, I think, where Scrotus Hold is weak. We'll see. Okay. Das ganze Versteck. Können wir da schnell reisen hin, eigentlich? Stimmt. Was ist das? Verringere die Bedrohung. Okay, das ist jetzt eine Hauptmission. Dann haben wir noch eine Nebenmission drin. Wenn ich das richtig sehe. Oh, jetzt geht er schon automatisch wieder rein. Muss irgendwo da. Top didn't let you inside on a corpse. Rain stings when people short change me and mine. That's Adolf. Bet you need to keep her filled with a steady diet of primo ammunition, huh? Always need ammo. Keep talking. There's something brewing out there. War boys from Gastown are tightening the noose fierce-like. I hear their leader Scrotus got his gumball sawed up by some wild deuce. This land is about to be scorched by Gastown wrath. Our weapons won't do. I need powder. Black, deadly, and smoky. And that's where I come in, huh? Now, listen! One of my people was taken by thrall rustlers sometime past. He sprang himself back here, told me a prisoner there knows the recipe for black powder. Okay. You go get me this prisoner, alive and talkative, and he tells me the specs for cooking up the powder. You're set for ammo for life. Gut. Jeet will einen Gefangenen aus den Fängen einer Gruppe Sklaventreiber Roadkills befreien, der sich mit der Herstellung von Schießpulver auskennt. Finde die Höhle, in der sie sich verstecken und befreie den Gefangenen. There. Mark their hideout. So, Bedrohung verringern. Das kann man alles auf dem Weg machen. So, das ist das Gebiet von Jeet. Was ist das hier? Nicht entdeckt. Das hier ist Fuel Veins, die haben wir entdeckt. Was ist das hier? Ist auch Fuel Veins. Ist das Hauptmission? Verringere die Bedrohung. So, das ist hier die ganze große Riesenkarte. Okay, jetzt sehen wir ja schon, was wir hier machen können. Was ist das denn eigentlich? Legendenbegegnung. Sprich mit den Ödländern, um eine länger dauernde Aufgabe zu erhalten. Ich will keine länger dauernde Aufgabe erhalten. Aber was soll man machen? Okay, was ist das hier? Ausguck. Okay. Hier unten den Ausguck, den hatten wir schon gemacht. Da ist auch ein Haken dran. Was ist das hier? Ölpumpenlager. Okay. Suchbereich. Okay. Dann gucken wir uns mal eine dieser länger dauernden Aufgaben an. So. Unser neuer Motor. I think the profane camps of the Scrotus Hordes should be destroyed. So, denkst du? Junge.
Juhu! Leckt mich doch alle am Arsch. Ey, das ist riesig hier, ne? Ich glaube, das ist oben. Noch weiter oben. Schauen wir mal hier. Stay put. Yes, I will protect your sake. But don't be long, please. Okay. Whoopsie doo. Strange gene drifter here. You got some fine wheels rolling there. Is that a nitro boost I spot on an intake? If so. If so, stranger, there'd be some fine spots for you to let that baby soar. Okay. Verwende die Rampen in der großen Weißen, um einen epischen Sprung durchzuführen. Dafür kriege ich ein Abzeichen. Naja, immerhin. So. Gucken wir uns mal das andere an. Was der nächste Typ zu sagen hat. Springen wir mal hier runter. Yeah! Können wir hier auch noch mal kurz hinfahren. Reparier mal. Tötung. Geht doch. Vielleicht gut, mal was zu trinken zu finden. By the way. Oder was zu essen. Okay. Vielleicht ist ja hier oben was. Das ist ja ein bisschen Schrott einsammeln, das ist ja echt wenig. Hundefutter, na gut. Okay, dann können wir auch wieder runter. Es wird sicher eine Methode geben, wie man schneller zu... wie man schneller zu Schrott kommt.
Munition gibt es ja auch nicht viel. Noch nicht. Später können wir uns da bestimmt wieder mit tot schmeißen. Rolle. So, was macht sie hier? We've heard of your doings, walking man. So hear me. Down there is the Dredgers. Lord Scrotus lands. Controls the bridges, road, and even a bunker. Good way to ruin that undead Scrotum's day would be to rid us all of the tanks there. Bring them down with a lever like. Stop all gas down traffic round here. Watch the containers for other ways in. Okay. Lager, die Netze. Zerstöre die aufgehängten Tanks und versaue Scrotus den Tag. Das Lager ist durch einen Bunker unter der Straße verbunden und kann von beiden Seiten erreicht werden. Untersuche die Container nach alternativen Eingängen. Zusätzliche Informationen. Im Keller befinden sich Treibstofftanks. Der Keller ist rattenverseucht. Es wäre am besten, sich vom Süden zu nähern. Informationen im Logbuch gespeichert. So, und was haben wir hier denn? Was ist denn das für ein Lager? Transfertanklager. Mal gucken, ob wir das auseinandernehmen wollen. Können ja mal gucken, ob wir hier irgendwie reinkommen. Ich dachte, man könnte hier irgendwie... Da. Warchoir. Ist nur ein Warchoir, mehr nicht. Ich fahre da mal einfach rein mit dem Auto. Werde ich ja sehen, was passiert. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Gesagt, man soll die Container untersuchen. Und am besten kommt man von Süden. Zerstöre alle Transfertanks, um ein Lager unbrauchbar zu machen und die Bedrohung zu mindern. Ja, aber hier ist ja nichts, wo ich irgendwie rein könnte. Ah, bleib mal ruhig, Kumpel. Also hier ist nichts. Okay. Und bam! Äußere Verteidigung ausgeschaltet. Gib alles und Boost! So, Wasser auffüllen. Und dann kriegen sie einen auf die Fresse. Benötigt Brecheisen.
wird benötigt, um bestimmte Behälter an Türen zu öffnen. Kaufe es im Max-Menü. Okay. Willkommen im Max-Verbesserungsmenü. Verbesserungen und Fertigkeiten werden freigeschaltet, wenn Max Legendenrang steigt und können mit Schrott gekauft werden. Handgelenk, Kopf, Schrotflinte. Kostet 44. Wieso können wir das nicht machen? Brecheisen? Ja. Juhu. Wir haben das Brecheisen. Ach. Ach scheiße, ich dachte, da wäre jetzt was Geiles drin. Ach, eine Schrotflintenmunition. Nee, doch, eine. Wie lädt er denn nach? Na egal. Ah. Die Tür braucht eine Explosion. Okay, okay, okay. Dann zünde mal an. Oh! Fuck. Hallo. Bam. Bam. Wütend. Noch ein Messer. Ah, Munitionsgürtel voll. Transfertank. Ach, den muss ich in die Luft sprengen, wa? Okay. So, what you say? You just let me go then. Hey, you gonna let me go? Wer sagt das denn hier? Ah, now it's just you and me. Wer redet denn da? Ach, der Warcrier. Wo ist denn hier die Winde? Oh. Bam! Ruhe im Puff. Kann ich irgendwas anstellen? Nee. Muss ich irgendwie was suchen, wie ich das kaputt mache, wa? Hallo. Oh. Spinne. Mhm. Bam! Okay, hier sind auch noch welche. Hier ist auch noch was. Da ist ein Zeichen. Wie viele Zeichen gibt es denn hier? Jetzt habe ich noch keins gesehen. Einen von drei Insignien. Und tschüss. So, ich hoffe, ich kann hier springen. Passiert mir nichts. Ja. Vier von zehn. Sehr gut. Und über die Seilwinde komme ich rüber ins andere Lager. Hallo, kannst du hier bitte hochgehen?
Freund. Hier ist ja nichts. Ach, das ist eine Brücke. Na gut. Okay, wie komme ich hier runter? You try to mess with Gastown. Not today. Not ever. Get your weapon! Oh! Fuck. Also mal runterwerfen. Ach, leck mich doch am Arsch. Scheiße. Das hätte jetzt irgendwie besser klappen können. Naja, werden wir gleich sehen. Dupti-du, dupti-dupti-du, Tor schwach. Dupti-dupti-du. Okay, da vorne war ein Tank. Wenn ich jetzt hier richtig sehe. Come and get it. Come and get it, baby. So, zwei. Das andere war bestimmt noch drüben im anderen. Gehen wir einfach einmal durch. Ja, bitte, heb ihn auch auf, den Schrott. Oh. Stirb. Ah, keine Muni. Okay, jetzt geht's hier nach unten. Ach, hier war das mit den Ratten dann wahrscheinlich. Ölbrunnenbauteil. Dieses Bauteil kann benutzt werden, um das Projekt Ölbrunnen in der Festung von G zu bauen. Cool. Nice. Und hier haben wir auch die Insignie. Also, ich schwöre, ich wollte das jetzt nicht auf Biegen und Brechen kommen raus, die Insignie hier holen. Aber, wenn man sie schon mal hat. So, dann bringen wir den restlichen jetzt mal um. Dann haben wir das ja eingenommen. Das ist aber doch, nimmt ganz schön viel Zeit in Anspruch. Ah, da kommt er. Brauche ja Explosion. So, wer will aufs Maul? Yeah.
Ah! Bam! Okay, das müsste jetzt clean sein. So, ho, 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 ho. Natürlich jetzt die große Frage. Was haben wir hier? Schrotpatronen. Hier ist ein Tank. Der wäre dann weg. Noch ein Tank. Hä, wo sind denn diese ganzen Dinger? Hier? Hier ist noch ein Wasserbrunnen. Würde ich hier. Sind die unterirdisch? Sag mal. Sehe ich die deshalb nicht? Nee, da war doch gerade was. Nee. Tatsache, Romeo. Vielleicht sind die ja unterirdisch. Ich gucke mal. Eine Portion Maden. Mmh, Ödlandkoch. Mmh. Transfertank. Sieht gut aus. Oh, lass fallen! Lauf doch! Er ist doch so doof, ey! Naja. Sollen die anderen auch alle noch hier unten? Kann ich mir fast nicht vorstellen. War ich doch überall schon. Wo sollen die denn sein? Schrott. Zerstöre die Transfertanks. Vielleicht außen. Das kann natürlich sein. Auch kann man hier nicht drüber springen? Ernsthaft? Hallo. 3 Stunden später. XX steht da dran. Was heißt das? Also ich finde diese scheiß Transfertanks nicht. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Das ist ja jetzt echt ein bisschen übertrieben. Das sind auch keine Transfertanks. Wo sollen die denn jetzt sein? Ja. Genau. So. Zu essen. Dinky D.
Oder wie ich ihn nenne, Stinkepi. So, dann müssen wir mal rausgehen. Angeblich so hier links. Gut, dass es hier nicht rausgeht. Oh, scheiße, ey. Übertrieben. Gut. Hä, wo soll das denn sein? Okay, der steht ja gleich hier. Ja, mir fehlen zwei Transfertanks, wo auch immer die sein mögen. Oder warte mal hier. Vielleicht. Ich glaube ja, dass das X da nun zum Spaß steht. Ernsthaft. Ich glaube nicht, dass es was damit zu tun hat hier. Aber okay. Wir lassen uns ja gerne eines Besseren belehren. Ja, wenn es das nicht bringt, dann weiß ich auch nicht. Keine Ahnung, wo die Transfertanks sein sollen. Die müssen hier sein. Angeblich sind sie hier irgendwo. Vielleicht doch weiter oben. Hier müsste ich jetzt quasi fast auf einem draufstehen. Was? Halten um... Aha. Aha. 10 Stunden später. Kann ich den so angreifen? Nee, wa? Hey, muss ich mir jetzt hier ernsthaft noch ein Dings besorgen? Dann nur noch einer. Und dann reicht auch hin, ey. Das mache ich ja nicht nochmal. So, da gehe ich jetzt mal von aus, dass der oben ist. Och, wie kommen wir denn da jetzt am besten hoch? Hätten wir hier die Leiter runterlassen müssen? Ernsthaft? 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 Och, Leute! Falsche Richtung. Ach ja, immer so viel Spaß hier. Das sind echt Designentscheidungen, da kann man nur mit dem Kopf schütteln. Ernsthaft. Dupdido, hi Chums.
Der denkt doch, ich bin bescheuert. Ich renne die ganze Zeit hier mit Benzinkanistern durch die Gegend. So, rüber. Rauf, rauf, rauf. Immer schön die Treppe rauf. Ah! Lauf, lauf, lauf. Immer schön die Treppe rauf. So, jetzt hier rechts. Hier drin. Quasi. Werden wir gleich sehen. Ich kletter jetzt hier runter. Weil ich es ja nicht schon 5-mal gemacht habe, muss man auch das zusagen. So, dann können wir aber mal hier die Leiter runterlassen. Die hier. Gut. Jetzt können wir ruhig runterfallen und uns passiert nichts. So, hier muss es irgendwo sein. Hier. Oh! Als wäre es in dem Roten hier drin, aber da ist nichts drin. Ach, da wäre auch eine Leiter nach oben gewesen übrigens. Oh Mann. Oh Mann. Ey, ich kann da noch reingucken, oder bin ich doof? Ey, da muss das vielleicht doch hier unten irgendwo sein. Ja, hier ist er. Den habe ich gar nicht gesehen. Boah, mies. Wie lange? Meine Waschmaschine, wie laut sie ist. Wow. Haha, endlich. 3 Stunden später. Mann, Mann, Mann. Bedrohung verringert. Jedes Hoheitsgebiet. 4. Schrott. Schrott ist die Währung des Ödlandes und sollte nie verschwendet werden. In Chumps Händen kann Schrott in mächtige Verbesserung für den Magnus Opus und Max selbst verwandelt werden. Schrott kann quer durchs Ödland und auf unterschiedlichste Art und Weise verdient werden. Der einfachste Weg ist es, Lager oder Suchbereiche zu durchsuchen, doch Max kann auch Schrott verdienen, indem er besiegte Feinde und Fahrzeuge plündert. Schaffe 300 Stück Schrott. Ernsthaft? Falsche Richtung. Okay. Aber dann machen wir, erstmal die Aufgabe mit Chumps Automobilclub. Würde ich jetzt mal so sagen, dass wir zu Chumps alten Hütte fahren. We're low on scrap. We can't build no jack without no scrap. We'll find what we need. Gut. Dann war es das mit der Folge. Das war anstrengend. Also das mache ich nicht nochmal, glaube ich. Wenn ich das nicht nochmal machen muss. Das ist echt ein bisschen... Das ist mir zu doof. Ganz ehrlich. Aber die Story. Der folgen wir jetzt und machen die Nebenaufgaben. Und da freue ich mich schon drauf. In diesem Sinne bleibt Main. Lasst einen Daumen da. Bis dann. Tschüss.